hatte mich damals jemand gefragt, bist du Speaker? Dann hätte ich gesagt, was? Was ist ein Speaker? Die Macht liegt nicht darin, die Inhalte zu vermitteln. Ja, auch 49%. Die Macht liegt darin, mit dem Publikum zu spielen. Diese Energie ist nicht dauerhaft haltbar. Und spielen mit dem positiven Sinne. Du kannst es keine Stunde durchziehen. Die wenigsten können es. Aber manchmal diese Minuten, Sekunden und vielleicht manchmal noch nicht mal das Durchführen dessen, sondern das Aufblitzen lassen dessen, dass jetzt diese Explosion stattfinden könnte. Und manchmal machst du es gar nicht für deine Zuhörer, sondern du machst es für dich, um in den eigenen State reinzukommen. Was glaubt ihr, was ich alles auf der Bühne mache, die ersten 5 Minuten, damit ich mit mir klarkomme? Und damit kannst du dich selbst steuern und damit kannst du Gruppen steuern. Und damit kannst du Menschen wirklich begeistern, bewegen, positiven Einfluss auf das Leben bringen. Eine echte Revolution im positiven Sinne anzunehmen. Das ist übrigens das, was ich Belly Strasberg in New York lernen durfte. Weil das Einzige, was die eigentlich nicht machen, ist Schauspielen. Weil die sagen, jeder schlechte Schauspieler spielt Schau. Ein guter Schauspieler verknüpft sich in dieser Millisekunde so sehr mit diesem Gefühl, dass er es nicht mehr trennen kann. Du bist dann traurig. Du hast nicht nur gespielt, dass du traurig bist, sondern bist in diese Trauer rein. Hermann Scherer, der Weg zum Top-Speaker. Habe ich gedacht, okay, lese ich mal. Wenn du willst, dass dir jemand zuhört, dann sorg dafür, dass der ein Problem hat. In dem Augenblick, wo mir zum ersten Mal klar wurde, was ich eigentlich kann, erst in dem Augenblick habe ich verstanden, worauf es ankommt. Denn als kleines Mädchen wollte ich immer schon Actionheldin werden. Was könnte euch etwas bringen?